Heute mache ich für euch mein leckeres Texas Chili für die iPrep & Cook von Krups. Die Zutaten, die ich für mein Texas Chili brauche, habe ich hier schon mal rausgelegt. Texas Chili deshalb, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich die ganzen Zutaten mal in den USA gesehen habe und als ich es dann nachgekocht habe, fand ich das total lecker. Mal gucken, wie ihr es findet. Also, wir brauchen natürlich Rinderhack, hier 500 Gramm vom Fleischer eurer Wahl. Dann eine Gemüsezwiebel, die ich gleich noch vierteln werde. Dann hier zwei rote Paprika, eine Knoblauchzehe. Dann habe ich hier Tomatenmasse, und zwar stückige Tomaten, die man so in solchen Tetrapacks kaufen kann. Ungewürzt, also nichts sonst dran. Natürlich kann man auch frische Tomaten nehmen. Wer das machen möchte, kann auch diese Masse hier durch, ja, bestimmt 1,5 Kilo, dann frische Tomaten ersetzen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber geht natürlich auch. Dann habe ich hier etwas ungewöhnlich vielleicht für ein Chili, Zartbitterschokolade. Das fand ich sehr spannend. Fand ich am Anfang etwas komisch, habe ich aber dann ausprobiert und es ist wirklich lecker. Es passt super zum Chili, gibt also dem Chili so ein bisschen dunkleren, würzigeren Geschmack. Dann habe ich hier sehr lecker ein Dunkelbier. Ich habe jetzt hier ausgewählt das leckere König Ludwig Dunkel. Davon brauche ich aber auch nur 125 Milliliter. Dann auch etwas ungewöhnlich habe ich hier eine Tasse schwarzen Kaffee auf unserer Kaffeemaschine, ganz normal. Das sind so um die 250 Milliliter, die ich hier benötige. Ja, dann der Rest ist wieder einfach. Kidneybohnen, das sind zwei Standarddosen, die ich hier abgekippt habe, die Flüssigkeit abgekippt habe und hier in den Schüsseln habe. Dann habe ich eine Dose Mais hier noch, auch eine Standardgröße, diese 300 Milliliter, 330 Gramm Füllungspackung ist das üblicherweise. Und dann habe ich noch ein bisschen Gewürze hier. Es gibt natürlich fertige Chili con Carne Gewürztüten, die kann man auch gerne nehmen. Ich nehme immer ganz gerne die Gewürze von Hermann, da sieht man immer, was drin ist und die sind sehr lecker. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen und ich bestelle die immer so ein bisschen auf Vorrat. Dann habe ich immer was da und kann mich dann entsprechend bedienen. Neben den Gewürzen hier für Chili con Carne oder dem fertigen Gewürz für Chili con Carne werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Piri Piri geschrotene Chilischoten rein tun, weil wir wirklich gerne scharf essen. Und natürlich, das habe ich ganz vergessen, hier noch eine Chilischote. Dann brauchen wir natürlich noch etwas Olivenöl, um das Gehacktes anzubraten und hinterher die Paprika und die Zwiebeln. Und das war es auch schon an Zutaten. Ihr findet alle Zutaten wie immer im Rezeptlink unten. Dann können wir beginnen, das Texas Chili im Topf zuzubereiten. Ich mache erstmal den Topf wieder auf und setze jetzt den Mix- und Rühreinsatz ein. Und dann tue ich das Gehacktes in den Topf und versuche es etwas anzudrücken, damit es auch gleich wirklich angebraten wird. Ich weiß, dass viele sagen, in diesen Töpfen kann man nicht so richtig anbraten und machen es parallel in der Pfanne. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber da ich ein großer Fan von One-Pot-Gerichten bin und wirklich nur diesen einen Topf hier benutzen möchte, um es auszuprobieren, versuche ich jetzt heute auch mein Chili hier mit der iPrep & Cook anzubraten. Ja, nachdem wir das Gehacktes im Topf haben, geben wir ungefähr 2 Esslöffel Olivenöl dazu, so ein bisschen zum Anbraten. Wir schließen den Topf wieder
Und jetzt wähle ich erstmal Stufe 5. Temperatur 100 Grad zum Anbraten. Und jetzt schauen wir mal rein. Jo. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich fülle jetzt das Hack tatsächlich einmal um, weil ich jetzt ein neues Messer einsetzen muss, den Ultra Blade, um Paprika und Zwiebeln erstmal zu schneiden. Ausgespült, sauber machen muss man ihn nach meiner Meinung nicht, denn die Geschmacksstoffe, die da jetzt noch drin sind, die sind für das Chili natürlich gut. Das macht gar nichts. Ich setze jetzt nur das Ultra Blade ein. Verteile das ein wenig. Schließe den Topf. Ein Stufe 10. Aber auch nur 5 Sekunden. Damit ich sehe, wie das Ergebnis ist. Nachschnitzeln kann ich hinterher immer noch. Schauen wir mal. Das reicht mir. So, und tatsächlich nur Stufe 10, 5 Sekunden, 7 Sekunden. Völlig ausreichend. Jetzt nehme ich das Messer raus, denn das brauche ich wieder nicht mehr. Das ist für dieses Rezept erledigt. Und setze jetzt den Mixeinsatz wieder ein. Denn wir wollen ja nur ein wenig anbraten. Wieder ein Hauch Olivenöl. Viel braucht man dafür wirklich nicht zum Anbraten. Und dann schließe ich den Deckel wieder. Und wähle jetzt Stufe 3. Das wird vermutlich reichen. Temperatur 100 Grad. Von der Zeit her nehme ich erstmal 5 Minuten. Das schauen wir mal. Ich habe jetzt zwischenzeitlich die anderen Zutaten in den Topf getan. Gut, dann schließen wir den Deckel. Und ich stelle jetzt hier mal Stufe 6 bis 7 erstmal ein. Zum Rühren, denn wenn der Topf so voll ist, klappt das sonst nicht bis oben. Und Temperatur 90 Grad, mehr brauchen wir erstmal nicht. Und dann stelle ich erstmal wieder 5 Minuten ein und wir schauen nach 5 Minuten, ob es geklappt hat. So, ich habe den Topf jetzt mal aufgemacht, weil Stufe 7 hat nicht funktioniert. Die Masse ist zu dickflüssig immer noch. Da muss man ein bisschen umrühren zwischendurch nochmal. Ups. Und gucken, dass man hier dann doch noch Bewegung reinkriegt. Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, hier noch ein wenig Rinderbrühe aufzugießen. Das werde ich zwischendurch vielleicht tun. Aber erstmal probiere ich nochmal, ob es nicht jetzt doch funktioniert. Wir schließen den Deckel wieder. Und machen weiter. Ihr seht, 5 Minuten vorher jetzt schon abgebrochen. Also das reichte völlig. Mehr brauchte das Chili gar nicht. Probiert habe ich es auch schon. Super Geschmack. Scharf genug. Nicht zu scharf, aber scharf genug. Ja, damit ist das Chili hier eigentlich zunächst mal fertig. Wie ihr seht, hat es auch die richtige Konsistenz. Schauen wir gleich mal. Ja, ich denke, es hat geklappt. Mein wundervolles Texas Chili ist fertig, hat die richtige Konsistenz, hat die richtige Schärfe, schmeckt wunderbar. Oh, und es ist heiß. Ach, wer mag, kann jetzt das Chili noch ein bisschen
verfeinern mit einem Klecks Creme Fraiche. Wir mögen das gerne. Dazu passt hervorragend ein bisschen Baguette oder auch ein bisschen grüner Salat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.